Ah, heute ist wieder so ein entspannter Tag. Hey! Hast du schon mitbekommen? Nintendo hat wieder Nintendo Move gemacht und einfach random auf Twitter die neue Switch angekündigt. Oh, ich bin ja so gespannt. Wird sie mehr Leistung haben? Wird sie 4K haben? Oh, wann kommt sie endlich raus? Wollen wir gemeinsam den Trailer angucken? Ja, meinetwegen. Wow, eine neue Switch. Da waren die Gerüchte wohl echt wahr, was? Also, das war ja jetzt echt enttäuschend. Warum? Hallo? Wo ist das versprochene 4K aus den Gerüchten? Wo ist die bessere Leistung? Das ist einfach eine normale Switch mit einer anderen Farbe und ein paar kleine Verbesserungen, wie dem eingebauten LAN-Port und einem besseren Standfuß. Ja, und? Oh, Nintendo ist so eine Kackfirma. Immer nur am Enttäuschen. Ach. So oder so ähnlich laufen manchmal die Gespräche in den sozialen Netzwerken über die neue Switch OLED ab. Heute möchte ich euch mal meine Meinung zu der Konsole mitteilen und einen kleinen Hinweis zu der ganzen Thematik mit auf den Weg geben. Ich finde die neue Switch OLED auf jeden Fall echt cool. Sie hat einige sinnvolle Verbesserungen, wie einen neuen Standfuß, mehr internen Speicher, einen besseren Bildschirm, der auch größer ist und dadurch kann man generell einfach mehr erkennen, eine bessere Akkulaufzeit und ist damit einfach optimiert für Gaming unterwegs. Für Leute, die schon eine Switch haben, wie mich jetzt, und vor allem mehr im Docked-Modus spielen, ist das jetzt nicht unbedingt die krasseste Verbesserung. Und ich denke mal, das Modell ist hauptsächlich für Neukunden gedacht oder eben für Leute, die vor allem im Handheld-Modus spielen. Und da ich eher die Person bin, die meistens im Docked-Modus spielt, ist die Konsole für mich nicht so sinnvoll. Aber wer weiß, vielleicht würde ich ja wieder mehr im Handheld-Modus spielen, wenn meine Joy-Cons nicht driften würden. 2019 habe ich sehr viel im Handheld-Modus gespielt, aber dann haben die angefangen zu driften und seitdem spiele ich eigentlich kaum im Handheld-Modus. Aber egal. Jedenfalls, wie gesagt, ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Ich bin sehr zufrieden. Ich finde das Design cool. Ich finde die Neuerung cool. Und ich kann halt Leute überhaupt nicht verstehen, die jetzt wieder komplett rummeckern und Nintendo beschimpfen und bla bla bla, was man halt in den sozialen Netzwerken teilweise einfach liest. Und ich weiß auch, wo das alles herkommt. Durch diese ganzen dämlichen Gerüchte. Es gab so viele Gerüchte zur Switch Pro. Schon bevor die originale Switch überhaupt rauskam, gab es schon Gerüchte, dass es eine Switch Pro geben wird. Warum auch immer. Und ja, turns out, es gibt keine Switch Pro, einfach nur ein besseres Modell. Also irgendwo hatten die Leaks recht, es gibt ein neues Modell, aber halt ohne irgendwelche technischen Upgrades. Und wisst ihr was? Ich bin super froh, dass die Leaks nicht recht hatten. Aus verschiedenen Gründen. Vielleicht lernen die Leute jetzt endlich mal, nicht jedem Leaker zu glauben und auch vielleicht mal nicht die Leaks überall rumzuteilen. Wie gesagt, oftmals ist sowas einfach nicht wahr. Vielleicht hat mal irgendwer Glück und tippt auf was Richtiges, aber ist jetzt nicht unbedingt oft der Fall, sage ich mal. Und so eine Switch Pro macht halt auch nicht unbedingt Sinn. Außer jetzt mit den Verbesserungen, die jetzt diese neue Switch hat. Wie gesagt, bessere Akkulaufzeiten, sowas. Aber die PS4 und die Xbox One damals haben die Pro-Version bekommen, weil die originalen Versionen einfach technisch nicht unbedingt so geil waren, wie die Entwickler gedacht hätten. Und da mussten sich die Firmen, also Sony und Microsoft, hinsetzen und sich überlegen, was machen wir jetzt? Irgendwie haben alle Entwickler damit gerechnet, dass unsere Konsolen krasser werden, also müssen wir sie krasser machen und haben damit dann die PS4 Pro und die Xbox One X? Ich komme bei den ganzen Xbox-Namen durcheinander, es tut mir leid, rausgebracht. Und die haben halt ein besseres Spielerlebnis geboten. Aber das hatte zur Folge, dass sich die Entwickler vor allem nur noch auf die Konsolenversion konzentriert haben und die normale PS4 und die Xbox One dann einfach am, ja, rumwackeln die ganze Zeit war. Keine konstante Framerate mehr, alles war einfach nur noch am Rumlaggen und was weiß ich, bei einigen Spielen, nicht bei jedem logischerweise, manche Entwickler haben immer noch sehr viel Arbeit reingesteckt, ihre Spiele zu optimieren, aber vor allem bei so Indie-Firmen kann ich es eben verstehen, wenn die sich vor allem auf eine Hardware fokussieren wollen und eben nicht Versionen für
wenn man jetzt für die PS4 und Xbox entwickelt, für vier verschiedene Konsolen quasi rausbringen wollen. Das ist eben der große Nachteil, wenn man so eine Pro-Version rausbringt. Genauso auch damals beim 3DS. Das hat ja auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Warum gab es ein New 3DS? Einfach nur, um ein besseres Design zu haben oder was. Und die paar technischen Verbesserungen waren auch ganz cool. Aber am Ende gab es halt kaum Spiele für irgendwie, die das gerechtfertigt hätten, dass man diese Neuerung eingefügt hat. Und ja, wie gesagt, dass es jetzt keine richtige Switch gibt, ist besser für die Entwickler, weil sie eben ihre Spiele nicht optimieren müssen für zwei verschiedene Konsolen, für die normale Switch und die Switch Pro eben. Es ist besser für die Kunden, eben für die Entwickler, die keinen Bock darauf haben, ihre Spiele zu optimieren und einfach irgendwie rausbringen, um man dann eben ein komplett ruckelndes Spiel hat auf der normalen Switch. Und deswegen ist es eben auch besser für uns Konsumenten, weil eben die, die schon normale Switch haben, das Modell jetzt nicht kaufen müssen. Weil es ist kaum eine Verbesserung. So, es ist einfach nur für neue Kunden vor allem gedacht und halt für Leute, die sich denken, ja, cool, neues Modell, kann ich mit unterwegs hinnehmen. Und deswegen kann ich überhaupt nicht verstehen, warum Leute deswegen jetzt enttäuscht sind. Hätte es diese Leaks niemals gegeben, wenn es niemals irgendwelche Leaks zu einer angeblichen Switch Pro gegeben hätte und das heute angekündigt werden würde, wette ich mit euch, wären die Resonanzen ganz anders ausgefallen. Bestimmt hätte es hier eine oder andere Person gegeben, die so gesagt hätte, ja, mehr Leistung wäre cool gewesen, blablabla. Aber ich wette, es wären viel weniger Leute enttäuscht gewesen, weil eben nicht diese Erwartungshaltung da war. Es hätte dann jemand erwartet, dass ein besseres Switch rauskommt und demnach hätte sich auch niemand beschwert. Deswegen, wie gesagt, sind diese ganzen Leaks und Gerüchte einfach nur Gift gewesen für die Erwartungen von Leuten. Jetzt wollen natürlich alle eine 4K-Switch, aber denkt doch mal nach, es ist eine Handheld-Konsole, als ob die auch mit einem Dock 4K schaffen könnte. Also, wo habt ihr denn eure Erwartungen? Das ist einfach komplett unrealistisch gewesen und, wie gesagt, glaubt einfach keinen Gerüchten und sowas passiert nicht nochmal. Also wirklich, ich bin eh immer so ein Mensch, ich glaube nie Gerüchten, ich habe ein Video drüber gemacht, ich hasse Leaks, ich mag das einfach überhaupt nicht und genau hieran kann man sehen, warum ich es nicht mag. Gut, ich wollte kurz meine Gedanken zu der ganzen Thematik teilen. Danke fürs Zuhören, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Video. Tschüss!